Daraufhin führt ihr die Rettungsmannschaften schön lange im Kreis herum, bis sie den Jungen schließlich finden. 14 Tage später. Tod durch Unterkühlung. Kein Anzeichen von Gewalt, klar. Niemand würde auf einen Mord tippen. Und selbst wenn es einer täte, es gibt keine Beweise. Der Junge ist aus eigenen freien Stücken mit und verloren gegangen. Ein tödlicher Unfall. Ein mörderischer Unfall. Ich muss 52 Wochen im Jahr arbeiten, weil sonst die Schlägertrupps der Buchmacher vor meiner Tür stehen. Außerdem kann ich nicht alleine arbeiten. Warum suchst du denn nicht einen neuen Partner? Einen neuen Partner? Wo soll ich denn jetzt einen neuen Partner hernehmen? Lass uns diesen Vormittag vergessen, Harry. Wir bleiben zusammen und wir machen alles genau so, wie du es willst. Nein, Paul, du hast gehört, was ich gesagt habe. Das ist endgültig. Ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Jetzt setz mich doch nicht so unter Druck. Ich bin so weit auf dem Bauch auf dich zugekrochen, wie ich konnte. Diese Zusammenarbeit wird weiter bestehen. Ach, ich kann mir nicht vorstellen, wie du mich dazu zwingen willst. Ach nicht? Nein. Und als ich Paul das sagte, da wurde er bösartig. Er sagte, wenn ich das versuche, dann würde er mich fertig machen. Harry, das ist schrecklich. Was hast du denn jetzt vor? Tut mir leid, aber wenn wir jemals wieder ein normales Leben führen wollen, dann werde ich ihn wohl umbringen müssen. Bist du von Sinn? Nein, ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Es gibt ja wohl noch ein paar Gesetze gegen sowas. Ja, der Trick ist, sich nicht erwischen zu lassen. Und du meinst, das schaffst du? Ich denke schon. Weißt du, Paul hat mir gerade eine sehr clevere Art vorgeschlagen, wie man so etwas macht. Inspektor, das war doch nur ein Beispiel. Wie wahrscheinlich da ist es, dass er sich eine Flasche Whisky holt und damit in einer halben Stunde hier wieder eintrudelt. Das glaube ich nicht, Madam. Und warum nicht? Nun, weil wir diesen Anschluss in den letzten 3 Wochen zweimal täglich angerufen haben. Ein Beamter war sogar 5-mal vor Ort. Es hat sich nie jemand gemeldet. Wir haben sogar die Leute im Ort befragt, Sir. Es hat niemand Mr. Ricks gesehen. Er ist und bleibt verschwunden. Entschuldigung, Inspektor, aber wieso das plötzliche Interesse an Mr. Ricks? Wodurch wurde es überhaupt ausgelöst? Durch eine Frau, welche auf die Polizeistation in Luce kam und eine schwerwiegende Anschuldigung erhob. Sie behauptete, dass man Mr. Ricks ermordet hätte. Ermordet? Und hat sie auch gesagt, wer ihn ermordet hat? Oh ja, Sir. Sie.